Hallo, ich möchte heute einen kleinen Einblick in unser Immunsystem geben und wie das Immunsystem auf verschiedene Krankheitserreger reagiert. Das ist ja zu Zeiten der Corona-Krise gar nicht mal so uninteressant. Du kennst die Immunreaktion schon zum Teil aus dem Buch und auch vielleicht schon aus einem Film. Da wurde das aber recht oberflächlich behandelt und ich wollte dir noch einen kleinen bisschen tieferen Einblick jetzt geben. Dieser Einblick ist trotzdem noch jetzt relativ oberflächlich. Das Immunsystem ist recht komplex, da gibt es ganz dicke Bücher drüber und von Organ zu Organ und von Körpergewebe zu Körpergewebe unterscheidet sich das dann auch nochmal. Ich versuche das nicht allzu komplex werden zu lassen, aber da müssen wir uns klar sein, dass es eben stark vereinfacht ist, die ganze Sache. Los geht's! Wir starten mit unserem Krankheitserreger. Es können entweder Bakterien sein oder Viren oder auch Parasiten. Wir schauen uns das heute mal an einem Virus an. Nennen wir das Virus SARS-CoV-2, also das aktuelle Coronavirus, das gerade im Umlauf ist. Und ein Virus, das weißt du schon, besteht aus einer Hülle und der genetischen Information da drinnen in der Hülle. Und außen auf der Hülle sitzen, naja, wir haben das mal Stacheln genannt, aber eigentlich sind das die sogenannten Antigene. Jedes Virus hat jetzt ganz bestimmte, ganz spezifische Antigene auf seiner Hülle, genauso wie jedes Bakterium und jeder Parasit das auch hat. Dadurch ist jeder Krankheitserreger ganz spezifisch erkennbar von unserem Immunsystem. Aber fangen wir jetzt erstmal anders an. Dieser Virus, also der SARS-CoV-2-Virus zum Beispiel, gelangt in unseren Körper. Was passiert jetzt mit diesem Virus in unserem Körper? Du weißt, dass ein Virus unsere Körperzellen befällt und die Körperzellen dann so beeinflusst, dass die anfangen, das Virus neu zu produzieren. Das heißt, unser Körper produziert das Virus immer mehr und immer mehr, und wenn die Zellen dann voll sind mit dem Virus, das sie neu produziert haben, dann platzen sie irgendwann und das Virus wird freigelassen. Wir kümmern uns jetzt also erstmal um das Virus, das dann frei im Körper vorliegt. Und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Zelle unseres Immunsystems, und das ist die Makrophage. Die Makrophage ist eine Fresszelle. Es gibt verschiedene Fresszellen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Makrophage. Und diese Makrophage, die erkennt alles, was nicht zum Körper gehört, und fängt an, das zu zerstören und sozusagen aufzufressen. Ja, die Makrophage erkennt also den Virus und verleibt sich den dann ein und zerstört den in sich drin. Und dann fängt sie an, Botenstoffe auszuschütten. Und das sind die sogenannten Zytokine. Zytokine sind Botenstoffe, die andere Zellen auch erkennen, zum Beispiel die Zellen in unseren Blutgefäßen. Und diese Zytokine sind immer die Information für die Zellen: hier ist was nicht in Ordnung, hier ist ein fremder Erreger eingedrungen und der muss jetzt bekämpft werden. Die Blutgefäße zum Beispiel reagieren auf Zytokine, indem sie sich weiten und die Durchblutung des jeweiligen Gewebes, wo sie sich befinden, dadurch sehr, sehr stark ankurbeln. Und das erklärt auch zum Beispiel eine Rötung der Haut. Wenn du zum Beispiel eine Entzündung unter der Haut hast, erklärt das, dass die rot wird und warm, weil die Durchblutung einfach so stark angeregt wird. So, diese Zytokine, die locken aber auch vermehrt dann auch wieder neue Makrophagen an und die fangen dann an, das Virus auch aufzufressen. Diese Vorgänge nennen wir jetzt die unspezifische Immunantwort, weil sie mit jedem Erreger gleich passiert. Ja, das hat nichts mit dem Erreger zu tun, sondern einfach nur damit, dass es ein fremder Partikel ist, der in den Körper gelangt, und der wird von diesen Fresszellen einfach so attackiert. Also die unspezifische Immunantwort. Die spezifische Immunantwort, also die, die auf den Erreger selber abzielt, auf den spezifischen Erreger, die schauen wir uns dann jetzt mal an. Die spezifische Immunantwort findet nun zuerst mal an einem bestimmten Ort im Körper statt, und das sind die Lymphknoten. Du weißt, unser Körper ist von dem Lymphsystem durchzogen. Das sind Kanäle und Bahnen, die von Knoten zu Knoten verlaufen, und diese Lymphknoten sind sozusagen die Einsatzzentren unseres Immunsystems im Körper. In diese Lymphknoten, und zwar bevorzugt in die Lymphknoten, die sehr nah an dem Ort sind, wo dieser Virus eingedrungen ist, in diese Lymphknoten wandern die Makrophagen ein.
Dort treffen sie nun auf die sogenannten T-Zellen. T-Zellen heißen die, weil die im Thymus hergestellt werden. Der Thymus, das ist ein Organ, das liegt hinter deinem Brustbein. Ziemlich zentral in der Brust, hinter dem Brustbein. In diesem Organ werden die T-Zellen gebildet. Man sagt zu den T-Zellen jetzt am Anfang noch, dass sie naiv sind, naive T-Zellen. Das hat nur was damit zu tun, dass sie noch nicht aktiviert wurden. Und aktiviert werden die jetzt von der in den Lymphknoten eingewanderten Makrophage. Dazu müssen wir uns jetzt den Aufbau der Makrophage noch mal ein kleines bisschen genauer anschauen. Du siehst, die Makrophage hat ein sogenanntes Körperantigen auf ihrer Oberfläche. Das ist ein Antigen, was jede Zelle des Körpers hat und an dem sie als Körperzelle zu erkennen ist. Ja, damit das Immunsystem des Körpers erkennt, okay, das ist eine Zelle des Körpers. Gleichzeitig neben diesem Körperantigen präsentiert die Makrophage, nachdem sie so ein Virus verdaut hat, aber auch das Virusantigen direkt daneben. Das heißt, das Körperantigen und das Virusantigen werden zusammen präsentiert. Und das ist nun der Andockpunkt für die T-Zellen. T-Zellen werden ganz, ganz viele in unserem Körper gebildet und alle T-Zellen haben diese Rezeptoren. Ein Rezeptor ist für das Körperantigen, der passt wie ein Schlüssel zum Schloss da drauf. Und der andere Rezeptor ist jeweils für andere Antigene gedacht, die aber nicht genau spezifiziert sind. Diese Zellen werden einfach so produziert mit ganz vielen verschiedenen Rezeptoren auf ihrer Oberfläche, sodass sie möglichst viele Antigene abdecken können. Es ist dem Körper nicht bekannt, was es alles für Antigene gibt, aber einfach dadurch, dass er so viele verschiedene Rezeptoren in den T-Zellen ausbildet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendein Rezeptor von irgendeiner T-Zelle schon zu dem Antigen eines eingedrungenen Erregers passen wird. Das ist also so ein bisschen Lotteriespiel. Aber das hat sich herausgestellt, dass sich das für den Körper tatsächlich lohnt. Denn alleine diese schiere Menge an Antigenrezeptoren, die da ausgebildet werden, kann dann das Risiko so gering halten, dass man mal für ein Antigen keinen Rezeptor hat, dass das wunderbar funktioniert. So, diese T-Zelle, die dann den richtigen Antigenrezeptor hat, der zu dem Virusantigen passt, die passt dann mit ihren Rezeptoren perfekt zu den Antigenen, die auf der Makrophagenoberfläche präsentiert werden. Die docken an und dadurch bekommt die T-Zelle dann ein Signal und wird aktiviert. Hierdurch ist also sichergestellt, dass nur der Typ T-Zelle aktiviert wird, der auch einen Rezeptor hat, der zum Antigen des Virus passt. So, und jetzt geht die Geschichte weiter bei der T-Zelle. Nachdem die T-Zelle, die den richtigen Rezeptor für das Virusantigen besitzt, aktiviert wurde von der Makrophage, fängt die an, sich wie verrückt zu teilen. Die teilt und teilt und teilt sich und dadurch entstehen immer, immer mehr T-Zellen, die diesen Rezeptor besitzen, der auf das Virusantigen passt. Jetzt teilt die sich aber nicht nur und bildet genau die gleichen Zellen, also Klone von sich selber, sondern die bildet dann auch ein paar spezialisiertere Zellen. Zum einen bildet sie die sogenannte T-Gedächtniszelle. Diese Zelle ist einfach dafür da, dass die sich das Antigen des Virus merkt, dass die einfach lange Zeit, die kann bis zu 20 Jahre leben, im Körper bleibt und immer mal wieder durch den Körper patrouilliert sozusagen und guckt, ob sie einen Erreger findet, der zu ihrem Rezeptor passende Antigene hat. Das ist also die T-Gedächtniszelle. Die ist dafür verantwortlich, dass, wenn wir einmal krank waren, unser Körper sich an den jeweiligen Erreger erinnert und wenn man uns dann nochmal mit dem infizieren, dass der Körper dann sehr schnell auf diesen Erreger reagieren kann. Außerdem bildet die T-Zelle ganz, ganz viele sogenannte T-Helferzellen. T-Helferzellen haben nun einen bestimmten Auftrag. Sie wandern durch den Körper und gucken, wo sie Viren finden, also sie schauen, wo sie Antigene finden, die zu ihrem Rezeptor passen und dann werden sie aktiviert. Dazu später noch ein bisschen mehr. Außerdem aktivieren T-Helferzellen B-Zellen, das erkläre ich dir auch gleich noch ein bisschen genauer. Und die dritte Art von T-Zellen, die gebildet wird, das ist die T-Killerzelle. Und die T-Killerzelle hat auch einen spezifischen Auftrag, die soll nämlich alle Zellen zerstören, in denen der Virus ist und in denen der Virus sich vermehrt.
Dazu auch gleich noch mehr. Beschäftigen wir uns zunächst mit der T-Helferzelle. Die T-Helferzelle kann im Lymphknoten direkt die sogenannten B-Zellen aktivieren. Wie genau das funktioniert, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, das ist ein bisschen komplizierter, das sparen wir uns an dieser Stelle. Jedenfalls gibt es B-Zellen, genau wie T-Zellen, mit ganz, ganz unterschiedlichen Antigenrezeptoren und die T-Helferzelle aktiviert nur die B-Zellen, die den gleichen Antigenrezeptor tragen, wie sie selber trägt. Die B-Zelle heißt übrigens B-Zelle, weil sie im Knochenmark produziert wird und Knochenmark heißt auf Englisch Bone Marrow, daher kommt das B. Die B-Zelle wird also aktiviert und die hat jetzt zwei Möglichkeiten, sich zu verhalten. Einerseits kann sie eine B-Gedächtniszelle bilden, das ist genau wie die T-Gedächtniszelle, eine Zelle, die lange lebt und lange erhalten bleibt und reaktiviert wird, wenn sie dann später mal wieder auf einen Erreger trifft, der das Antigen besitzt auf seiner Oberfläche, das zum Rezeptor der Gedächtniszelle passt. Außerdem kann die B-Zelle, wenn sie in Kontakt mit dem Erreger tritt, die sogenannten Plasmazellen bilden. Und das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer betrachten. Wenn jetzt diese B-Zelle dann auf einen Erreger trifft, das heißt, wenn der Rezeptor der B-Zelle mit dem Antigen des Erregers zusammentrifft, dann wandelt die B-Zelle sich in eine Plasmazelle um. Die Plasmazelle hat ja auch diesen Rezeptor für das Antigen des Erregers, den nimmt sie dann in die Zelle rein und dann auf Grundlage dieses Rezeptors fängt sie an, Antikörper zu bilden, die von der Struktur her relativ ähnlich sind wie dieser Rezeptor, das heißt, die auch sehr gut zu den Antigenen der Erreger passen. Diese Antikörper gibt sie dann frei, lässt sie genau da frei vor Ort, wo auch viele Erreger sind, also entweder in der Blutbahn oder im Gewebe direkt. Und diese Antikörper, die passen genau an die Antigene des Erregers und zwar immer ein Antikörper für drei Erreger. Das führt dazu, dass die Erreger zusammen mit den Antikörpern verklumpen, sich nicht mehr frei bewegen können und also nicht mehr mobil sind, mehr oder weniger ausgeschaltet werden. Und jetzt kommen dann auch wieder unsere Makrophagen ins Spiel. Die erkennen nämlich diese verklumpten Erregerhaufen und verleiben die sich einfach ein. Bauen sie wieder ab und damit ist der Erreger dann unschädlich gemacht. Jetzt gibt's aber ja nur noch die Zellen, die den Virus in sich tragen und die vom Virus so manipuliert wurden, dass sie den Virus produzieren, bis sie irgendwann platzen und den Virus freigeben. Diese Zellen müssen vom Immunsystem ja auch irgendwie ausgeschaltet werden, damit der Virus nicht immer weiter produziert wird. Und diese Aufgabe übernehmen jetzt die T-Killerzellen. Jede Körperzelle trägt auch eben wieder dieses Körperzellen-Antigen, damit sie als Körperzelle erkannt werden kann. Körperzellen, die von einem Virus befallen sind, präsentieren aber neben ihrem Körperzellen-Antigen auch wieder das Virus-Antigen. Diese Kombination kennst du jetzt ja schon, denn die haben auch die Makrophagen ja den T-Zellen präsentiert und anhand dieser Kombination wurden die T-Zellen dann ausgewählt, die dann sich weiter vermehrt haben. Die T-Killerzelle hat also genau die Rezeptoren, die auf die Antigene, die eine befallene Körperzelle jetzt präsentiert, passen. Wenn die T-Killerzelle also an diese Antigene einer befallenen Körperzelle andockt, weiß sie Bescheid, okay, das ist eine Zelle, die ist vom Virus befallen. Und dann leitet sie Schritte ein, die die Zelle dazu zwingen, sich selber aufzulösen und praktisch Selbstmord zu begehen. Das ist ein gewollter Selbstmord der Zelle, das bezeichnet man in der Biologie als Apoptose. Mit diesem herbeigeführten Zelltod ist also dann auch die Produktion des Virus eingestellt. Und der Körper kann sich wieder komplett von dem Erreger, in diesem Fall von unserem Coronavirus, erholen. Kurze Zusammenfassung. Wir unterscheiden zwischen der unspezifischen und der spezifischen Immunantwort. Die unspezifische Immunantwort beläuft sich hauptsächlich darauf, dass Fresszellen, oder auch sogenannte Makrophagen, den Erreger, sobald er in den Körper eingedrungen ist, direkt unschädlich machen, indem sie ihn in sich aufnehmen und verdauen, abbauen. Die spezifische Immunantwort ist etwas
komplexer und besteht zum einen daraus, dass diese Makrophagen, die schon Erreger vertilgt haben, sich in die Lymphknoten begeben und dort T-Zellen aktivieren. Diese T-Zellen wandeln sich in drei verschiedene Arten von T-Zellen dann um. Einmal in die T-Gedächtniszellen, die sich das Antigen des Erregers merken und dadurch bis zu 20 Jahre eine Immunität des Körpers für den Erreger hervorrufen können. Dann entwickeln sich die T-Helferzellen und noch die T-Killerzellen. Die T-Helferzellen aktivieren im Körper die sogenannten B-Zellen, welche dann auch wieder B-Gedächtniszellen bilden können oder, wenn sie in Kontakt mit dem Erreger treten, die sogenannten Plasmazellen. Diese Plasmazellen produzieren Antikörper, die zu den Antigenen des Erregers passen und mit dem Erreger zusammen verklumpen, sodass der Erreger dann immobil gemacht wird und von Makrophagen aufgefressen werden kann. Die T-Killerzellen zu guter Letzt erkennen Zellen, in denen der Erreger sich schon eingenistet hat und die der Erreger zwingt, den Erreger wieder zu produzieren. Und die T-Killerzelle kann dann den programmierten Zelltod dieser Zelle einleiten, sodass alle Zellen zerstört werden, die den Virus produzieren und damit der Erreger, der Virus, sich nicht mehr vermehren kann. Dies führt im besten Fall dann dazu, dass nach dieser kompletten Immunantwort der Körper den Erreger wieder los ist. Das war jetzt sehr viel Information auf einmal. Wenn du das nicht alles sofort verstanden hast, ist das überhaupt kein Problem. Das ist ja ein Video, du kannst dir das so oft angucken, wie du möchtest und an verschiedenen Stellen stoppen oder nochmal zurückspulen, sodass du die einzelnen Passagen dann besser verstehen kannst. Versuch doch mal als Übung, dir aufzuschreiben, wie der Körper es schafft, vom Eindringen des Virus in den Körper über die einzelnen Schritte Antikörper gegen dieses Virus herzustellen. Schreib dir mal auf, was genau alles passieren muss, damit hinterher die Antikörper produziert werden können. Ich hoffe, du fandest das Video interessant und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.